Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Ja, altes Design, ich habe irgendwas hingekriegt, so ganz optimal ist das noch nicht. Aber ich glaube, das reicht für so eine Folge hier. Und ich würde sagen, wir starten auch gleich wieder rein. Denn wir hatten ja Clankrieg gegen einen deutschen Clan, nämlich den Kalten Popos. Und die Kalten Popos haben uns den Popo versohlt mit 52 zu 53. Die haben wirklich gut angegriffen, was mich natürlich wieder ein bisschen geärgert hat, dass ein RHL wieder auf der Gegnerseite mehr war. Das war jetzt gar nicht so schlimm. Das war jetzt, ich glaube, ich hatte quasi als Gegenüber auch ein RHL, allerdings ohne Adler-Dev. Aber was viel ärgerlicher war, ist, ihr habt das schon im Thumbnail gesehen, ist Sonne-Base hier. Das ist zwar eine Base für ein RH7, aber nach wie vor ist der Kollege wirklich ein sehr, sehr guter Angreifer hier. Also Hut ab, denn er hat 2 Sterne auf unseren zweiten geholt, auf den Max, und dementsprechend konnten natürlich schön die Elfer bei uns die Zehner dreiern. So ist das auch in etwa gelaufen. Und da war aber noch RH10, ich sehe gerade GZ. Schön, dass du auf RH11 gehst. Ich glaube, das ist auch jetzt mal notwendig. Truppen hast du soweit. Und zwar nicht alle, aber das hält dich immer schön im Ranking runter. Aber wir gucken trotzdem mal rein. Wir haben natürlich auch auf unserer Seite ein paar ganz gute Kämpfe an der Stelle gehabt. Wobei die 9er Bases, glaube ich, gar nicht so schwer waren hier. Oh, das war noch nicht mal eine 9er. Das war eine 8er, die brauche ich euch gar nicht zeigen. Ich weiß gar nicht, wo das hier mit 9 anfing. Ah, hier hatten wir so die erste 9er Base. Unten war es ja die 10er, jetzt 11er Base. Und die habe ich mir hier mit dem AFA vorgenommen. Ich weiß, ziemlich weit runter, aber 12 auf 17, das war jetzt noch eine offene Base und ich wollte unbedingt meinen zweiten Angriff durchhaben. Und habe einfach tatsächlich die Armee genommen, die ich fast zum Farmen im Moment nehme. Und bin aber auch als 12er gelistet und hatte auch gegenüber, glaube ich, ein RH10 als 12. Also auch da war es, ja, ich will nicht von Mismatch sprechen. Ja, das ist immer so ein bisschen zu kompensieren, aber wenn dann unten noch 1-2 hohe mit dazwischen sind, dann hat man es doch schon ein bisschen schwerer, keine Frage. Also wir sind dem Sieg eigentlich wieder so ein bisschen hinterhergelaufen, haben dann aber am Ende eigentlich gesehen, wir hätten es noch packen können. Warum wir es nicht gepackt haben, das sehen wir dann am Schluss. Das ist eigentlich sehr, sehr ärgerlich, denn wir hatten es mal wieder selber in der Hand und haben es selber wieder mal verbummelt. Also das muss auch aufhören, sonst kriegt der Hocke immer noch einen dickeren Hals, weil wir irgendwie, ich habe ja schon eine Folge gemacht gehabt, mit guten Kriegen, aber leider verlieren wir immer sehr, sehr unglücklich, gar nicht mal hoch. Ja, das sind immer wirklich enge Kisten, aber es ist echt, ich meine, wenn dann wenigstens mal ein Wind raus springen würde, wieder zwischendurch, dann würde uns das wieder ein bisschen glücklicher stimmen. Aber so ist das denn echt schon wieder ein bisschen ärgerlich gewesen. Und aber wie gesagt, wir arbeiten uns einfach mal ein bisschen hoch hier in den Kämpfen und ja, dann sind das hier zumindest von Avatar auf diese Base schöne Sterne gewesen. Der Avatar geht jetzt auch endlich mit auf 29 mit seiner Queen. Das hat ja jetzt etliche Wochen gedauert, weil ich wirklich nicht viel mit den anderen Chars hier gemacht habe. Und wenn du dann natürlich nur so einen Farmangriff am Tag machst, dann kommt man an der Stelle auch nicht wirklich weit damit. Schauen uns hier den Bärwolf an, auf diese riesengroße Base hier. Die erscheint ja wirklich sehr, sehr groß und ich weiß gar nicht, wie er die hier gemacht hat. Ah, auch mit Hogs, okay. Ja, oben den Funnel zu schlagen, da ist mal zwiespältig. Da sind immer die dicken Lager, aber er schießt natürlich auch noch nicht wirklich viel auf die Golems und so kommt er hier, glaube ich, ganz gut mit dem Killsquad rein. Also, um es nochmal zu sagen, ich könnte natürlich jetzt auch vom Gegner ein paar schöne Kämpfe zeigen, denn die Jungs und Mädels haben auch wirklich sehr, sehr gut angegriffen. Ich glaube, der Anführer der Invalide war auch danach bei uns im Clan. Ich habe noch gerade so ein paar Brocken Chat gelesen, der war aber schon wieder draußen und hat uns ein Freundschafts-CK angeboten, den wir sicherlich, das Angebot lehnen wir natürlich ab. Das hat aber wahrscheinlich nicht den Grund, das war keine oder so gut wie keine Freundschafts-, wir spielen keine Freundschaftskriege, das kommt bei uns
ja nur am Donnerstag in Frage und ich glaube, da ist auch jeder mal ganz froh, wenn er mal einen Tag keine CK spielt. Ja, ich meine, so ein 4-8 Stunden CK da mal quetschen, so ein Friendly, kann man mal machen. Bedarf so ein bisschen Planung, dass dann auch die genau dabei sind, die du dann gerade einplanst und das muss man einfach im Vorfeld schon mal absprechen, wer hat da Bock drauf. Da können wir sicherlich auch mal ein Friendly War machen, gegen wen auch immer. Aber es wird nicht gegen die kalten Popos sein, denn die werden natürlich mit der gleichen Truppe in etwa hier aufspielen und ja, ich will ja nicht sagen, dass man da chancenlos ist. Man hat ja seine Chance und wir haben sie auch gehabt, den Clan zu packen, aber am Ende hat es halt gefehlt. Wir haben uns am Ende an einer einzigen Base ein bisschen verdaddelt und das war eigentlich, da hat uns der Invalide auch zugestimmt, beziehungsweise er hat uns eigentlich den Tipp gegeben, Mensch, hätten wir mal die 12 gemacht und nicht die, an der wir uns so verbissen haben. So, wir gehen mal ein bisschen weiter höher. Die hat Hocke gemacht, ich glaube schon am ersten Tag. Die wollte ich mir eigentlich erst vornehmen, aber oder war es der zweite Tag? Ich weiß es gar nicht mehr. Und was hat er denn eigentlich genommen hier? Ah, er hat hier ein Laloon genommen. Okay, nach wie vor eine gängige Taktik hier von RH11, zumindest auf RH10. Auch auf RH11 ist das eigentlich schon eine ganz gute Taktik. Seine Helden lassen das eigentlich auch mittlerweile ganz gut zu. Du hast dann zwar immer die Sorge, dass du irgendwo einen Adler mit reinnehmen musst, aber ich glaube, sein erster war auch auf dem Elfer ohne Adler. Und ja, da hast du nochmal eine Def mehr, die ein bisschen Flächenschaden macht, aber je nachdem, wie man die dann wegbekommt, packt man solche Bases sicherlich auch. Aber ganz schön gemacht hier. Eigentlich so ein bisschen Standard. Haben wir jetzt schon länger nicht mehr gesehen bei Hocke, glaube ich, einen Luftangriff. Die letzten waren ja doch eher mit Bodentruppen. Aber nach wie vor glaube ich, zumindest auf 10 hier, auf die hohen 10er, ist das eine ziemlich starke Sache. Und der Gegnerclan ist da ähnlich vorgegangen. Hat ja auch unsere 10er hier schnell gedreiert. Also meine Base war so schnell unten, dass ich gar nicht, dass ich hier gar nicht in den Krieg reingeschaut habe, um zu gucken, was ist hier eigentlich passiert. Da war meine Base schon auf 3, also die Kollegen haben von drüben sehr, sehr schnell angegriffen, haben sehr schnell aufgezeigt, mit wem sie oder haben uns sehr schnell aufgezeigt, mit wem wir es zu tun haben. Und während wir hier den Mo sehen, mit schönen Angriffen auf die Nummer 9, also auch auf den 10er. Die 10er mussten ja unbedingt gedreiert werden von den 11ern. Das war eigentlich auch bis zuletzt, ging auch da unser Plan ganz gut auf. Allerdings habe ich dann wieder gepatzt. Ich habe auch nur einen Stern auf genau so eine entscheidende Base geholt, aber auch nach mir die 11er oder auch vor mir die 10er haben dort keinen zweiten Stern rausgebracht. Alle haben wir von einer Seite angegriffen, die ja, die einem eigentlich einfach erschien, aber am Ende oder irgendwann, ich habe das glaube ich dann auch dem Maste getippt gehabt, der hatte mir nämlich eigentlich gesagt, geh mal von der Seite rein, da müsste das mit zweien klappen. Ich habe die Seite ja, nicht verwechselt, will ich nicht sagen, aber ich habe nicht die richtige Seite genommen und ist mir auch gar nicht so aufgefallen, dass man vielleicht, wenn man von 10 auf 11 angreift, nicht unbedingt zwei Infernos auf sich ziehen sollte. Und dann, ja, das ist die von Belzebub hier, die Base, an der wir uns wirklich so ein bisschen geschnitten haben. Naja, kann es nichts machen. Wo haben wir denn eigentlich noch einen Dreier? Hier haben wir noch einen Dreier von Max. Also auch durchaus bei uns die Elfer in der Lage, Elfer zu dreiern. Wir sehen das hier auch jetzt ganz schön. Der Max kommt dem Rathaus entgegen und für mich als Zehner undenkbar, das überhaupt so zu machen. Also für mich sind hier dann sichere zwei, ich lasse den Adler mal in Ruhe und schnapp mir das Rathaus und irgendwie die restlichen 49% oder ich weiß gar nicht, wie viel das Rathaus bringt, ich glaube 3 oder 5%. Aber auch das ist nach wie vor echt schwer für einen Zehner, sehr sichere zwei Sterne zu holen auf Elfer, finde ich. Die Elfer-Bases sind doch sehr, sehr stark und wenn du da nicht die richtige Taktik hast, dann gehst du hier halt gnadenlos unter. Der Mo macht das hier aber richtig gut und
Und hier sieht man auch, hier kannst du ruhig gegen zwei Infernos ankämpfen. Ich glaube, der untere stand dann auch noch auf Single. Das kam seiner Truppe natürlich sehr entgegen mit den vielen Bowlern, den vielen Hexen und den vielen Skeletten. Und da kommt der Inferno mit Nachladen gar nicht so schnell los, wie er jetzt letztendlich dann am Ende unten ist. Und da bin ich wieder auf den Pause-Button gekommen. Mist. Das passiert mir aber recht häufig hier beim Scrollen. Aber schöne 3 Sterne hier vom Max. Und so durchwühlt man so eine Base hier. Ich denke mal, so kannst du auch nur vorgehen, damit es hier am Ende 3 Sterne werden. Und echt starke Angriffe hier jetzt noch. Die dicken Mauern hier, durch die 12er-Mauern auch noch. Das dauert ja auch alles. Ja, das ist letztendlich dann ja auch ein Zeitproblem. Aber da oben machen es die Skellies. Und wirklich tolles Ding hier. Also echt nicht schlecht. Ja, eigentlich hier oben ist nicht viel angebrannt. Also auch sowohl der Maste Max dann hier nochmal, der King Archer. Schön mit den 6 Sternen hier oben. Aber an der Base hier unten beim Belzebub haben wir uns halt ein bisschen länger aufgehalten und haben hier echt nur 1 Stern geschafft. Auch ich habe hier nur einen geschafft. Ich zeige den einfach mal. Dann sieht man das schlechteste Beispiel hier. Der von Gookie war ja vergleichsweise noch ganz gut, was die Prozente angeht. Aber meiner war dann eher nicht so gut. Also ich bin von hier unten reingekommen, also über die 3 Kanonen hier und über den Bombenturm. Und habe dann ja tatsächlich hier 2 Infernos, wenn ich von dieser Seite hier reinkomme. Ich habe da nicht dran gedacht, dass man natürlich auch über diese Seite hier reingehen kann. Mit 2 Golems und Bowlern dann und über dieses Lager kommt. Denn dann habe ich auch erstmal nur einen Inferno auf meiner Seite, der das Rathaus hier zwar deckt, aber dieser Inferno hier deckt auch das Rathaus. Aber den lässt sich natürlich ganz gut hier hinten mit dem X-Bogen noch vielleicht mit dem Bogenschützenturm an der Stelle besser, ein bisschen besser freezen. Ja, kann man sehen, wie man will. Aber wir gucken einfach mal rein, wie ich hier vorgegangen bin. Und auch für mich ist das nach wie vor, wenn ich dann am Tablet die Angriffe mache, eine große Herausforderung, hier so einen starken Elfer zu machen. Also das ist nicht für mich so 0815, so ich mache mal eben den Elfer hier auf 2. Ja, sondern da geht mir wirklich der Puls und meine Finger werden ganz fickerig dann auf dem Tablet. Und wie setze ich die Truppen? Hier sieht man das auch. Ich wusste, dass dahinter Bomben sind. Richtung Rathaus und ich wollte nicht, dass alle Bowler da rein tapseln. Komm, eigentlich sieht das noch ganz gut aus. Mein Freeze kommt jetzt und aber so ja, ein 5er X-Bogen, ah, der hat viele Heal Points. Jetzt haben wir nur noch die Adler-Dev auf uns und jetzt hat zu dem Zeitpunkt waren es erst 34%. Das ist natürlich echt mager. 37, jetzt 39. Queen geht jetzt down. Kriegt jetzt noch zusätzlichen Beschuss von dem X-Bogen. Ja, da kannst du nichts machen. 42%. Pech für Egon. Glück für die kalten Popos, denn prozentual waren wir vorne. Ja, selbst beim 52, 53 hier lagen wir schon mit 89% vor den kalten Popos hier. Die hatten alle Angriffe gemacht. Aber schönes Ding hier, denke ich mal. Und schöner CK hier. Glückwunsch nochmal nach drüben. Also auch eine gute Truppe da, ist ein guter Clan, starker Clan, auch Clan Level 11. Und ja, ihr seht das jetzt hier, unsere Serie hält leider an. Mal sehen, wann wir da wieder ein bisschen hellere Farben reinkriegen, also Richtung Rasengrün. Und wir sehen uns aber sicherlich heute Abend im Livestream. Ich hab's in dieser Woche ja kurz schon mal angerissen. Wir streamen wieder am Samstag. Samstags hatte ich schon mal gesagt, ist für mich der beste Tag. 17 oder 18 Uhr, ich kann mich noch nicht entscheiden, wenn das wieder über so eine lange Distanz geht, dann möchte ich nicht ganz so spät anfangen und wieder auf beiden Kanälen, hier auf YouTube und auch wieder auf Twitch. Wer jetzt große Layout-Änderungen von mir erwartet, die wird es nicht geben an der Stelle. Kleinere Änderungen sicherlich, aber das werdet ihr vermutlich gar nicht feststellen. Ich kenne sie natürlich, da ich sie auch gemacht habe und ich freue mich auf euch. Ihr freut euch noch auf die 2. Samstagsfolge und wir sehen uns im Stream. Bis dahin, euer Toto. Flashback.